Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Evoland 2. Wir haben jetzt hier wieder einen Weg freigeschaltet und mal gucken, was jetzt passiert. Wir haben 15 Sekunden. Okay. Jetzt bin ich hier. Und jetzt? Was mache ich jetzt mit diesen 15 Sekunden? Oh, aua! What the... Ah! So, dann aktiviere ich nämlich das Ding quasi. Ich verstehe. So, jetzt macht es nämlich bumm. Ach, ich muss die alle hier opfern. Okay. Oh, lol, mich gibt's mal 4. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Das ist ja tricky. Weiter, weiter, weiter. Warum ist denn der andere da oben hängen geblieben? Hä? Was ist denn mit dem los? Können die sich bitte mal alle opfern? Wieso stirbt denn der erste schon da vorne? Der stirbt da. Der stirbt da. Sehr nice. Nicht sehr nice. Ah, doch. Alles klar bei euch, Sven? Ihr seid etwas blass um die Nase. Ich bin auch 4-mal gestorben gerade. Ich verstehe nicht ganz, was hier vorgeht. Es ist fast so, als hätte ich gewisse Dinge vergessen. Ihr schlagt euch gut. Fast so, als würdet ihr diesen Ort bereits kennen. Das ist mir schon aufgefallen, als wir uns zum ersten Mal begegneten. Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir, dass du das sagst. Trotzdem ist das hier alles ein bisschen durcheinander. Kann ich jetzt... Guck mal da, eine Kiste. Ah, das letzte Ding. Sehr schön. Jetzt können wir die finale Plattform da betreten. Also ich tippe mal, dass das die finale ist, weil das sieht so aus. Ich hoffe, das ist die letzte Etappe. Trotzdem mache ich mir langsam Sorgen, was wohl als nächstes kommt. Was ist mit euch? Habt ihr auch Angst? Nein. Aber nein, gewiss nicht. Ihr seid so stark. Ich wünschte, ich hätte euren Mut. Und meine Axt. Bin ich jetzt gelandet? Bin ich das? Das bin ich, oder? Das sind meine Schatten. LOL. Aua. Ich bin stärker als ihr. Vielleicht auch nicht. Au. Gut, dass ich dieses Windschwert gekauft habe. LOL. Habt ihr sie noch alle, einfach die Ebenen zu wechseln? Ich hasse mein Leben. Wo sind sie denn hin? Ach, da oben. Nice. Aua. Kann ich letztes Mal wieder herkommen? Komm her jetzt. Wieso treffen die mich denn, aber ich sie nicht? Das ist doch assi. Möchte hier bitte einmal kurz weg. Ah, da kann ich die Ebene wechseln. Ah, dann treffe ich die viel besser. Ich verstehe. Ich müsste mich mal ganz kurz heilen. Ich habe doch so viele... Guck mal hier. Habe ich nicht irgendwo so ein Heilding? Ich hatte doch so viel. Zucker, Schwerkraft, grüne Pampe. Zucker. Egal. Aua. Jetzt habe ich die wenigstens verstanden. Ich werde zwar sterben, aber das macht ja nichts. Es ist ja nämlich da oben. Ah, ich verstehe das Spiel. Ich verstehe den Boss. So. Jetzt drehen die gleich wieder komplett durch. Ihr Penner. Wo ist er denn? Scheiße. Scheiße. Wo denn? Wo ist mein Apparat? Ach komm. Oh, wo ist er denn? Ja, okay, das wird nichts mehr. Aber ich hab's verstanden, das ist schon mal ganz gut. Dann können wir uns jetzt darum kümmern. Also.
Also. Zack. Jetzt kommen die Schatten. Okay. Und auf sie, so. Einer nach dem Aua anderen. Und am besten nicht einkreisen lassen. Scheiße. Ja, der erste war da oben, ne? Ah, die können mich aber aus den ekelhaftesten Positionen treffen. Das ist unfair. So. Nicht einkreisen lassen und nicht von hinten angreifen lassen. Das ist unfair. Das meine ich mit, das ist unfair. Die können mich von der Seite treffen, ich nicht. Also diagonal meine ich. Das ist assi. Und die sind schneller. Das ist auch... Oh Gott. Vielleicht beschütze ich den Stein einfach. Kann ich wahrscheinlich nicht mal. Ja. Das meine ich mit unfair. Ach Gott. Okay, assiger Bossfight. Mega assiger Bossfight. Auf ein neues, hm? So, Maul halten. So wenig Treffer kassieren wie möglich ist gut. Nicht alle von zwei Seiten. Okay, die können scheinbar die Dinger auch treffen, wenn sie in der Schattengestalt sind. So. Ich weiß gerade nicht, von wo das zweite Ding wieder kommt. Von da, okay. Da komme ich rum. Das ist in Ordnung. Wo war das letzte? Okay, wieder da. Das sieht gut aus. Nice. Und wir kriegen das Fragment der Zeit. Das letzte Teil. Geil. Wir sind fertig. Wir haben alle Fragmente. Ha, Volltreffer. Langsam frage ich mich, wie genau wir hier rauskommen. Ihr habt schon viele brenzlige Situationen überstanden. Ich wette, euch fällt etwas ein. Ja, irgendwas wird mir bestimmt... Guck mal hier, die Flugmaschine zum Beispiel. Was um alles in der Welt ist das für eine bizarre Maschine? Es ist eine Art Flugmaschine. Mit diesem Ding verbinde ich schlechte Erinnerungen. Und dabei dachte ich, ich würde nie wieder in eine steigen. Sie ist genial. Glaubt ihr, Sid, der berühmte Erfinder, hat sie gebaut? Weiß wenn, wie man sie fliegt? Wenn ihr es Fliegen nennen wollt. Immerhin kommen wir jetzt von hier weg. Und mit dieser Maschine können wir um die Welt reisen. Brechen wir auf. Geil, ich bin raus. Und wir haben alle Teile. Flying Machine Achievement. Flugschwinge. Benutzt die Angriffstaste, um auf der Weltkarte zu starten oder zu landen. Das ist doch, Nietzsche. Das würde ich nur gerne wieder hier irgendwie... Insel der Magelliten? Okay. Oh, guck mal, die Magelliten. Hallo. Anstatt zu versuchen, durch die Zeit zu reisen, sollten sie ihre Anstrengungen darauf verwenden, sie zu retten. Wenn es keine Zeit mehr gibt, werden wir nirgendwo mehr hinreisen. Wie komme ich denn jetzt aus dieser Zeit wieder raus? Nicht, dass mich das interessieren würde, aber mich interessiert das irgendwie. Ja. Na, ich will dich eher fliegen. Weil ich gerne wüsste, wie ich hier rauskomme. Was gab's? Das war die Bibliothek, ne? Wo war denn mein Startpunkt? War hier mein Startpunkt?
Nee. Scheiße, wie kann ich denn hier weg? Ah, von hier kommt. Warte mal. Hier. Hier war doch irgendwo. Da ist er doch. Den habe ich gesucht. Wunderbar. Ihr habt das Fragment der Zeit. Ich hätte im Traum nicht geglaubt, dass es sich im Innern der Anomalie befindet. Nur ihr, Sven, wart dazu in der Lage, es dort zu finden. Ich bin so froh, euch gewählt zu haben. Wir teilen einen Ihr habt die 5 Fragmente des Magischlüssels gefunden. Kommt zu mir zurück. Wir müssen ihn aktivieren, um die Waffe aus dem Gefüge der Zeit zu entfernen. Warum hat die bei Schicksal aufgehört zu reden? Na, das gefällt mir nicht. Kann ich das jetzt öffnen? Die Truhe ist ein toller Fund. Der Beschriftungsmuster könnte es. Okay. Kriege ich also noch nicht auf. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ich würde hier gerne wieder runter, um den Schlüssel abzugeben. Ach, guck mal. Ein Mana. Danke. Glutenfrei, das gefällt mir. Menschen mit Glutenallergien, so wie mir, gefällt das. Wie kam ich denn jetzt hier weg? Hallo Wasserfall, na? War nicht das so... Nee. Irgendwo konnte ich doch was kaufen, ne? Habe ich denn wieder genug Gold? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ach, ich kann jetzt hier ein Rennen machen. Ihr habt eine Flugmaschine, genau. Guck mal hier. Viel Glück. Da war doch was. Vielleicht kriege ich dafür jetzt irgendwas, wenn ich das schaffe. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vor allem, auf jeden Fall kriege ich Gold. Dann können wir uns gleich vielleicht noch was Schönes kaufen, wenn wir schon zu wenig Oricon-Erz haben. Ui, ganz schön viele. Ui, 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 ui. Ach, der kann ja auch noch was. Stimmt ja. Boah, kommt da Damage rein. Das geht. Gar nicht drauf geachtet. Sag mir das doch mal einer. Nice. Oh, oh. Ach du meine Güte. Das gefällt mir alles nicht. Okay, krass, das ist gar nicht mal so einfach. Schon gut, ihr könnt es gerne später nochmal. Wir machen das später. Weil ich will jetzt wissen, wie die Story weitergeht. Das finde ich gerade ein bisschen interessanter. Aber hier gab es doch noch Zeug, ne? Die habe ich schon. Ach, ist Krimskram so nah her. Ja, okay, das kann ich mir noch nicht. Das kann ich mir noch nicht leisten. Ich will jetzt trotzdem erstmal zurück. Höhle, stand ein kleiner Junge. Stand der da schon immer? Du bist doch neu, oder? Hey, habt ihr schon mal den Alpha bestiegen? Mein Opa sagt, dass in der Höhle dort oben mal ein Hüter oder so etwas gelebt hat. Schätze, dass er hinter den Felsbrocken ist, die den Weg versperren. Aber jetzt kann man nicht mehr hingehen und nachsehen. Das ist echt total blöd. Ja, das ist blöd gelaufen, ne? Interessiert mich jetzt gerade aber alles nicht. Der Typ sah aus wie der aus Super Smash Bros. Neil oder wie der hieß. Egal, ich will jetzt wissen, was es mit dem Teil auf sich hat. Landen. Gehen wir mal zu der guten Frau, wa? Hier. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, dass ihr die 5 Fragmente des Magischlüssels finden würdet. Ich habe es in einem Traum gesehen. Danke, Ceres. Keine Ahnung, was wir ohne euch gemacht hätten. Diese hässliche Waffe wird bald nichts weiter als eine üble Erinnerung sein. Ich kann es gar nicht abwarten, meinen Vater und mein Dorf wiederzusehen. Für mich wird das nicht viel ändern. Ich freue mich für euch, Fräulein Fina. Sven, wollt ihr das wirklich tun? Wir wissen nicht, was passieren wird. Natürlich nicht, Velvet. Wir haben das doch schon besprochen. Wenn wir jetzt umkehren, haben wir das alles völlig umsonst durchgemacht. Das stimmt. Tja, wenn es ohnehin zu spät ist, sich anders zu überlegen. Rekonstruieren wir den Schlüssel.
Sven! Es hat funktioniert. Die Waffe ist verschwunden. Danke. Bedankt euch nicht bei uns, Ceres. Wir sollten euch danken. Dank euch sind meine Kräfte wieder da. What the... Ceres, was macht ihr da? Ich wurde mit großartigen Kräften geboren. Leider beherrsche ich sie noch nicht. Deshalb wurde ich verfolgt und schließlich erfasst. Der Übeltäter, er wollte mich schwächen, um meine Kräfte zu stehlen. Professor Giro? Er ist es. Ihr wart das also. Das Mädchen, das er gefangen genommen hat. Und das er zum Bauen der Waffe benutzt hat. Das war ich. Und weil die Waffe jetzt aus dem Zeitkontinuum verschwunden ist, sind eure Kräfte wieder da. Ja, ich glaube, so ist es. Eine Frage würde ich euch gerne stellen. Wie konntet ihr Professor Giro entkommen? Ich kannte ihn nicht, hatte aber in meinem Zeitalter natürlich von ihm gehört. Niemand hat sein Labor jemals wieder verlassen. Eines Tages, als ich sehr schwach war, ließ er von der Kontrolle ab. Der Augenblick war flüchtig, doch ich nahm meine letzten Kräfte zusammen und öffnete ein Portal, ein Zeitportal, und schickte ihn direkt hinein. Ich entkam aus dem Labor, doch das Kaiserreich verfolgte mich weiter. Doch dann kamen mir Sven und Fina zur Hilfe. So ein Zufall, ihr scheint auf irgendeine Weise mit Sven verbunden zu sein. Genau das habe ich mir auch überlegt. What the fuck? Der Hüter! Ich habe ihn gefunden! Den Hüter? Ja, ich muss los. Wenn ich mehr Zeit hätte, hättet ihr mit mir kommen können. Gemeinsam hätten wir die Zeit selbst zerstören können. Die Zeit zerstören? Was sagt ihr denn da, Ceres? Tut mir leid, ich war dazu bestimmt. Ich muss gehen. Ich muss den Hüter aufwecken und vernichten. Lebt wohl. What the fuck? Sie ist von uns gegangen. Ich frage mich, was oder wer dieser Hüter sein könnte. Das tut eigentlich nichts zur Sache, Velvet. Als sie die Zerstörung der Zeit erwähnte, war das vielleicht nur ein Scherz? Schwer zu glauben, dass sie einen Witz gemacht hat, Menes. Sie sah aus, als hätte sie es todernst gemeint. Also wirklich, er würde über so etwas Witze machen. Egal, wohin sie gegangen ist, wir müssen sie erwischen. Die Erwähnung eines Hüters hat mich neugierig gemacht. Sehen wir uns an, was das alles zu bedeuten hat. Wie dumm von mir zu glauben, dass wir dieses ganze Abenteuer hinter uns haben. Was zum Fick. Alles klar, Freunde, dann geht's wohl morgen weiter mit einer weiteren Folge Evoland 2. Wir sind wohl noch nicht durch und müssen Ceres stoppen. Also dann, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.